Also erstmal, was ja damals auch vergessen wurde, ist, dass ich ihn erstmal 3 Minuten gefeiert habe. So, also das habe ich selbst gelesen, natürlich, war mir schon klar, ja, ich bin ja nicht blöd. Ich habe ja auch nicht damals gesagt, dass es ihm egal ist. Ich habe gesagt, das scheint manchmal so. Man muss da immer ein bisschen aufpassen. Ich weiß, dass das gerne in die negative Richtung interpretiert wird, ist mir auch egal, weil ich habe mit Leroy ein sehr gutes Verhältnis. Ich finde, dass er schon damals war ein bisschen schade, dass er dann abreisen musste nach dem ersten Spiel. Ich fand schon nach der Einwechslung in Frankreich, dass er da Gas gegeben hat, macht einen guten Eindruck. Und ich brauche jetzt nicht nochmal das wiederholen, die ersten 3 Minuten, die ich damals gesprochen habe. Das war durchweg positiv. Und ich freue mich darauf, noch jetzt eine Zeit hier mit ihm zusammenzuspielen, weil ich eben weiß, welche Qualität er hat. Und das habe ich auch damals schon angesprochen. Und alles super. Dafür sehen wir uns auch zu selten, muss man ja sagen, um jetzt eine große Veränderung festzustellen. Aber ich glaube, das muss er auch gar nicht. Martin Bock.